So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Wir sind's, Vivi und Nana, sehen wir mal anders. Und ja, heute machen wir weiter mit dem, wo wir letztens aufgehört haben. Und ja, eigentlich ist es gerade mal 2 Tage her, seitdem wir aufgenommen haben. Oder 3, ich weiß, nee, war Montag war das, ne? Egal. Jedenfalls, wir dachten, wir nehmen jetzt nochmal eine Runde auf, weil Nana das Wochenende über nicht da ist. Normalerweise wäre das unsere typische Aufnahmezeit gewesen, aber naja, allein spielen ist nicht so das Wahre. Ich meine, denn wenn nur die Hälfte hier mitspielen würde, dann ne, kann ich da rein. Oh, guck mal, Fischi! Ein Jeep. Das ist kein Jeep, der ist blau. Ja, und ein Jeep kann auch blau sein. Du bist auch blau. Und du bist auch blau. Hey, siehst du das einartige innerliche Ding da drüben? Ja. Ich habe es beobachtet. Von Zeit zu Zeit scheint es sich zu bewegen. Wie spuckig. Ich frage mich, was es wohl sein mag. Ein Labras. Lass mal doch und noch mehr. Oh, Kacke. Jetzt hier oben lang. Oh, Kacke. Nee. Muss ich noch mal machen. Da war auch dieser Typ da, der, oder was auch immer, was mit der Pfanne da weggelaufen ist. Ah, ja, genau. Hi, ich bin Chanterelle. Ja. Hi, ich bin Chanterelle. Ich bin Chanterelle. Ich bin bekannt als die Pop-Diva von Top Town. Nimm Snickers. Ich konnte jeden Song perfekt interpretieren. Jede einzelne Note war ein Meisterwerk. Aber diese Zeichen sind vorüber. Vielleicht für immer. Der Anblick des Blitzbelastes, wie er hoch in den Himmel flog, war so ein Schock. Ich kann seitdem nicht mehr singen. Mhm. Und jetzt bin ich eine Pop-Diva, die nicht singen kann. Welch grausame Ironie des Schicksals. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Nicht. Ich bin Simon und ich reime. Wow, du bist geil. Ein Meister bin ich, auch wenn ich schon scheiße. Die Pop-Diva kann nicht mehr singen. Wem soll ich meine Texte bringen? Deiner Mutter. Wenn meine Texte richtig rocken, lässt sich die Diva nicht mehr shoppen. Doch leider bring ich ihn nicht zustande. Ich bin schon außer Rand und Bande. Das ist wirklich ein Malheur. Wir sehen uns hier Installateur. Installateur. Also rein kann er. Du bist geil, ich mag dich sehr. Zu reimen ist doch nicht sehr schwer. Wie? Scheiger ist dein Kumpel, hab keine gesehen. Entspann dich einfach, okay? Scheiger, das haben für den Club keinen Zutritt. Wow. Okay. Wer bist denn du? Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Das sah aus wie eine Kartoffel mit... Weißt du, woran der mich erinnert? Aus SpongeBob, der Film an diese Oma da, die später dieses Monster war. Ich spreche nicht an, sonst kommt gleich irgendwas auf den Boden raus und frisst. Muss ich rein? Nein, okay. Alles gut, ja. Gut, dass keine dieser Scheigeis zu uns kommt. Kunden kommen allerdings auch keine. Die Leute haben einfach keine Lust, sich in Zeiten wie diesen zu vergnügen. Ich hab's langsam selbstständig Gläser zu polieren, die niemand benutzt. Warum polierst du sie dann? Damit sie schön weiter glänzen, falls jemand kommt. Boah, ach, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich hin muss. Was bist du? Ich bin eine Augen. Hä? Hey, oh na, komm, du kannst doch diese Seemann-Scorn-Stimme. Hä? Hey. Hey? Was? Vermaledeit. Vermaledeit. Der kleine Zappler ist fort. Wo ist diese Fuzzi... Fuzzi was? Fuzzipede. Fuzzipede. Vielleicht hat ihn ja ein Fisch gefressen. Was für ein Pech. Das erinnert mich immer an dieser typische Seemannsakzent. Das erinnert mich immer an diesen einen Typen aus Jack und Dexter aus dem ersten Teil. Dieser Typ. Ja, den auch. Aber im ersten Teil immer so, ja, es gibt zwei Arten von diesen Fischen. Ein Finner und 5 Finner. Und das war meine 1,5 Liter Cola-Flasche, die ich schon während des gesamten Nachmittags ausgesoffen habe. Ich trinke keine Cola. Ach Gott, Zwillinge. Pretty cure.
Im Haus nebenan veranstaltet jemand einen ziemlichen Wirbel. Es klingt, als würde ein Haufen Kinder mit Holzschuhen an den Wänden tanzen. Cool. Und ich dachte, das Haus wäre unbewohnt. Wie unheimlich. Hi Mario. Ach übrigens, wusstest du, dass das Haus... Wusstest du, dass das Haus nebenan unbewohnt sein soll? Nein, eigentlich nicht. Aber eigenartigerweise höre ich jede Menge Lärm von dort. Vielleicht ist es ein Diebesversteck. Ja, Diebesversteck. Klar, Jana. Hier, ne? Oh, wie gruselig. Ein Diebesversteck direkt nebenan. Ich muss ausziehen. Oh, kann man nicht durch den Kamin krabbeln? Nein, kannst du nicht. Du bist zu fett, du dummer Kletterer. Nee. Halt, da war ein Baum. Ich hab's ganz genau gesehen. Nein. Ja, auf der anderen Seite war auch einer. Oh, es kommen nur Blätter. Was passiert, wenn ich dich schlag? It's the tree! Auf Meg zu schlagen. Schwierige Meg! Ich habe ein Gerücht gehört, dass sich in einem Haus mit Top Town Shy Guys verstecken sollen. Shy Guys in Top Town? Was für ein Quatsch! Wenn hier irgendwo Shy Guys leben würden, hätten es die Leute in der Nachbarschaft schon längst bemerkt. Eigentlich haben sie es. Das kann unmöglich wahr sein. Hier? Naja, dann mal. Na. Ja. Ich merke schon voll viel. Oh, wir sind doch nicht weit. Oh, was? Oh nein, das ist Mario! Schnell wieder raus! ja. Das Ding war pink. Ja, erstens da. Ich kann ja nicht mal. Hallo! Oh nein, das ist Mario! Darf ich mich mal bewegen? Was soll ich machen? Ich weiß, warte mal. Nee, hier, Du? Oh! Note! Alles klar. Ja, nee, was zur Hölle? Auffälliges Teil, was ist das hier? Eine Spielzeugkiste, was da so drin ist? Ich will da rein! In dieser Spielzeugkiste wahrscheinlich noch eine Spielzeugkiste. Und darin die riesige Bombenparty. Und geil, machen wir mal Captain Obvious und springen wir mal auf das Teil. Oh ja, natürlich. Das hätte uns gleich helfen können. Kapitel 4. Spiel mit dem Zeug. Ich habe mit dem Zug gelesen. Spiel mit Tutu. Yeah, Kitty Land. Dein Paradies, Baby. Holy motherfucking. Oh mein Gott. Speichern. Boah, ist mir kalt. Alter, was geht hier ab? Was macht hier ein Ton? Was macht hier der Ton? Ich arbeite hier am blauen Bahnhof. Aber seit ich hier keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos. Wie keine Züge? Oh, das sieht auch voll traurig aus. Willkommen am blauen Bahnhof. Leider können wir dich nicht zu einer anderen Haltestelle befördern. Zwar haben wir den Bahnhof, die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Das ist irgendwie bitter, wenn man als Bahnhofsschaffner keinen Zug hat. Tja. Was ist das? Der Polar Express schafft das aber auch. Oh geil, ich könnte da die Richtung wechseln. Episch. Und das ist ein fliegendes Auto? Hier kann ich nicht lang. Ich hätte hier Biere. Episch. Strawberry. I like strawberries. Ah, so. Okay. Ein Wurf. Ein A. Ein gelber Shy Guy. Yeah, Shy Guy. Ah, hier, wir brauchen uns. Ja, Goombi. 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 Hallo, Goombi. Und ein Pony. Auf. Ein Pony im Hintergrund. Das ist ein Shy Guy. Das sind regelrechte Tunichgurte. Richtige Schlingel. Max KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Manchmal setzen sie akrobatische Attacke ein. Lass mich ausreden. Nein. Über eine Angriffskraft von 3 verfügen. Wer weiß schon, was in diesen Störenfrieden vorgeht. Ich glaube zwar, dass sie gefährlich sind, alles in allem, aber eher harmlos. Wow, ja, nee.
Was war das denn gerade? Was? Hallo? Wieso haben die gerade gejubelt? Wer hat gejubelt? Was? Scheiße, warum bin ich gleich tot? Hä? Was hab ich verpasst? Die sind ja geil. Was? Danke für mich. Was geht ab? Yay, tot. Nein, 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 nein. What the fuck? Kopflos. Ich bin die Kopflos. Das sind ja voll die komischen Viecher. Na guck mal, ich kann ja nicht mal was drücken. Alter, wie schnell sind die? Ah, okay. Da weiß ich schon mal, wann... Du hast mir den Auftritt versaut. Ja, scheiß drauf. Ich habe ihn die Feuerhände versaut. So, mach ihn mal tot. Ich finde das Pulli so geil. Keine Ahnung. Das hat eine Locke. Das hat eine Locke. Kopf los! Los, wir füllen uns mit der Karotte! Inside. Hi, jetzt hab ich euch. Wo auch nicht. Fuck. Wer hat andere Uhr? Boah, ey, wie schlecht bin ich gerade? Das ist richtig schlecht. Du bist schlecht. Komm alle anderen hier. Du bist schlechter als ein Schreiber.